Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute stehen ein paar Dinge an, weil es ja für Arthur und mich in drei Tagen in den Urlaub geht. Muss ich heute ein paar Dinge erledigen. Wie ihr sehen könnt, ich habe gerade geduscht, meine Haare sind noch nicht komplett trocken. Ich habe die übrigens geschnitten, beziehungsweise hat meine Mama die geschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber die sind auf jeden Fall ein Stückchen kürzer. Ich wollte eigentlich zum Friseur gehen, aber die hatten halt alle spontan keine Zeit mehr, weil es mir halt spontan eingefallen ist und deswegen war ich so, okay, meine Spitzen sind aber so wack, dass meine Mama jetzt einfach die schneidet, weil das hat sie früher auch gemacht. Und Spitzenschneiden ist ja jetzt wirklich nicht größte Kunst. Deswegen hat sie einfach ein paar Zentimeter abgenommen. Und es wurden ein paar mehr, weil meine Spitzen wirklich katastrophal waren. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall ready für den Tag. Und ich muss ein bisschen meine Schminke sortieren. Weil in jeder Make-up-Bag von mir irgendwas ist, was ich auf jeden Fall immer brauche. Und deswegen ist das alles hier so ein bisschen unorganized. First things first. Heute ist wie gesagt Dienstag. Und heute steht relativ viel auf dem Plan, morgen auch. Heute muss ich mich um zwei Kooperationen kümmern. Das ist jetzt das wichtigste To-Do, was auf jeden Fall schon mal ein großer Flop ist, dass ich meinen Wecker nicht gehört habe und weitergeschlafen habe. Und deswegen habe ich eine Stunde verprasselt, die eigentlich sehr nötig war. Das ist schon mal nicht so das Wahre, aber wir werden diese Stunde aufholen. Aber ich habe um 12.30 Uhr einen Nageltermin und einen Pedikürentermin. Ich habe noch nie eine Pediküre bekommen. Aber ich wollte unbedingt French Toenails zum Urlaub haben, also für den Urlaub haben. Ich finde, es sieht einfach so gepflegt aus und ich habe zwar immer lackierte Fußnägel, irgendwie finde ich das immer am schönsten. Aber ich wollte das immer so ein bisschen professioneller haben und das auch ein bisschen länger hält, weil meine Nagellacke sind von gefühlt 2016 und deswegen splittern die auch immer direkt ab, weil ich halt nie meine Nägel lackiere, vor allem nicht meine Fingernägel. Die Kamera ist gerade ausgegangen. Auf jeden Fall kommt danach noch Selina zu mir. Wir nehmen nämlich den Podcast für diese Woche auf. Und ich glaube, das wird ein bisschen eng, weil wir eigentlich ja zwei aufnehmen müssen für nächste Woche noch. Aber ich weiß nicht, ob ich das vorher schaffe, beide zu schneiden. Und ich muss ja morgen auch noch die Folge schneiden. Und ich weiß auch nicht, wie das im Urlaub ist mit Schneiden. Und ich muss nachher, wenn sie dann wieder weg ist, auch noch Stuff erledigen. Deswegen ist es heute ein bisschen getaktet. Deswegen weiß ich nicht, ob wir zwei Folgen schaffen. Es wäre cool. Aber I don't know. Dann lose ich nachher auch noch die Gewinnerin vom Giveaway auf Insta aus, damit ich die Pakete noch vor dem Urlaub wegschicken kann. Und deswegen wird es heute ausgelost. Ich habe das Giveaway am Sonntag gemacht. Übrigens danke an alle, die mitgemacht haben und die gesagt haben, dass es cool ist. Das hat mich sehr gefreut, dass es euch gefreut hat. Ich hatte noch irgendwas, was ich heute erledigen muss. Sonst habe ich gerade vergessen. Aber ich meine, ich habe mir alles aufgeschrieben, was schon mal sehr, sehr gut ist. Weil ich bin einfach leider manchmal ein bisschen vergesslich. Dann muss ich auf jeden Fall noch in die Apotheke, weil mir richtig viele geschrieben haben, dass es wichtig ist, dass ich was gegen Durchfall und Erbrechen mitnehmen in den Urlaub, weil in Ägypten ist es ja so ein bisschen Trinkwasser, also Leitungswasser sollte man ja nicht trinken und allgemein Eiswürfel sind irgendwie auch kritisch und mir haben viele geschrieben, unabhängig voneinander, dass es halt besser ist, wenn ich was dabei habe, weil sich viele auch so direkt in den ersten Tagen übergeben mussten und sowas, weil es halt einfach so ein anderer Standard ist und deswegen, ich habe so eine kleine Phobie vom Erbrechen und Durchfall finde ich gar nicht so schlimm, außer es ist halt dieses, dass es weh tut. Ihr wisst, was ich meine. Morgen habe ich einen Call, der ist sehr wichtig. Und nachmittags werde ich dann mit Hannah ein Video drehen. Also ich muss sagen, ich habe früher immer gedacht, wenn Leute in Videos gezeigt haben, war ich immer so, ja, das ist voll easy und voll nice, wenn man mit Freunden Videos dreht. Und ich habe das immer gefeiert. Ich habe mir die auch immer gerne von anderen angeguckt. Und allgemein, wenn andere Leute noch im Video sind, finde ich es immer doppelt entertaining. Aber ich habe so ein bisschen nachgedacht, weil damals auch immer so viele Fragen kamen, weil ich dann mit Josie keine Videos oder halt wenige Videos mehr gedreht habe oder seltener. Wurde dann halt spekuliert, haben die Streit, was ist eigentlich mit Josie, ist alles gut? Und ich finde es gar nicht schlecht, dass Leute nachfragen. Bei Josie war jetzt das beste Beispiel, dass es halt einfach die Distanz ist. Also bei Josie und mir ist alles gut, aber sie wohnt halt nicht mehr hier und dadurch ist es halt schwieriger, sich zu sehen. Und wenn man sich sieht, dreht man natürlich nicht direkt ein Video miteinander oder ja, keine Ahnung, man verbringt einfach so Zeit miteinander. Und ich bin ein Big Fan davon, meine Freunde auch zu zeigen, solange die das natürlich wollen, weil ich euch gefühlt alles von meinem Leben zeige und zeigen will. Aber erstens müssen die natürlich komplett einverstanden damit sein und Hannah zum Beispiel hat auch mich gefragt, ob wir mal ein Video zusammen drehen wollen und sowas freut mich immer unnormal, weil ich nicht auf die Leute zugehen will und sagen, wir wollen mal ein Video zusammen drehen oder
willst du in meinem Video dabei sein, keine Ahnung, finde ich cool und die Leute wollen das eigentlich gar nicht. Und wenn dann Leute auf mich zukommen und sagen, ey, wir können das gerne mal machen. Oder wenn ich zum Beispiel vlogge, dann frage ich auch immer erst, ob das okay für die Leute ist, dass sie da drin sind. Oder ob ich es rausschneiden soll oder ob ich allgemein nicht vloggen soll, wenn die dabei sind. Und Hannah war halt direkt so, nee, alles gut. Wir können auch gerne ein Video zusammen drehen. Das hat mich unnormal gefreut, weil, ja, es ist einfach cool. Und ich liebe es, mit meinen Freunden Videos zu drehen, mit Arsch und mit Selina. Mit meiner Mama natürlich auch, aber das ist meine Mama. Und mit Josie auch, aber die, wie gesagt, sehe ich halt nicht so oft. Und deswegen finde ich es umso cooler, dass ihr auch mehr mitbekommt, mit wem ich den Rest meines Lebens verbringe, beziehungsweise meine Freizeit oder wenn ich mich mit Freunden treffe. Ja, dass ihr dann seht, wer die Personen sind, wer dahinter steckt. Und ich finde es auch cool, so meine Freunde zu sehen, wie die mit mir ein Video drehen, weil ich finde es immer ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, das ist nochmal so was ganz anderes. Klar, man verstellt sich nicht, aber für die ist es natürlich was komplett Neues, wenn die in einem Video zu sehen sind oder wie die vor der Kamera sind. Deswegen finde ich es sehr exciting. Also shout out to you, Hannah. Much love. Ich freue mich auf jeden Fall und wir drehen morgen zusammen ein Video. Ich weiß nicht, ob das vor diesem Vlog hier online kommt. Ich bin noch nicht so ganz strukturiert, was meine Videos jetzt angeht in nächster Zeit, aber ihr werdet das Video sehen. Vielleicht ist es schon online, dann könnt ihr mir gerne mal sagen, wie ihr es fandet. Das ist auf jeden Fall so der Plan. Ich werde mich jetzt erstmal zu Ende ready machen und dann werden wir ein bisschen meine To-Dos abhaken. Ich war gerade mit Nala Gassi und wir sind zur Bank auch noch gelaufen und ich habe Geld abgehoben, weil ich das jetzt schon hinter mich bringen wollte und habe eben noch ein Naked-Paket dem Postboten abgenommen. Und es ist einfach so unnormal heiß draußen. Also wirklich, ich bin am Schwitzen. Ihr seht, ich habe eben mein Make-up gemacht und ich habe mich komplett abgepudert und ich bin jetzt schon wieder oily AF, weil es einfach so warm ist. Und meine Achseln waren eben wirklich am Tropfen. Das war nicht so nice, weil ich vorhin kein Deo benutzt habe. Sage ich, wie es ist, ich habe es vergessen. Ja, ich habe mich jetzt erstmal unter den Armen gewaschen, habe Deo benutzt. Bin jetzt wieder ein bisschen fresh, aber mir ist trotzdem noch so warm. Also dieses Wetter gerade. Ich frage mich wirklich, wie das in Ägypten wird und ob ich das aushalte, weil ich bin einfach... Ich bin gerade, eigentlich würde ich jetzt gerade tropfen und hier oben verabschiedet sich auch schon mein Make-up, weil es ist so warm. So Leute, ich bin jetzt seit zwei Minuten, legit zwei Minuten erst zu Hause, ich bin voll aus der Puste. Hab mir schnell was bei Stadtsalat geholt zum Fooden. Selina ist jetzt auf ihrem Weg hierher und deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich zeige euch meine Nägel nachher im Close-up. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich dadurch einfach mehr trinke. Ich will euch meine Pediküre zeigen, weil es war das erste Mal. Es hat sehr gekitzelt. Es war sehr unangenehm teilweise, weil ich einfach nicht gewohnt bin, dass jemand an meinen Füßen irgendwas macht. Und dann haben die ja da auch die Hornhaut abgerieben. Und es hat teilweise so gekitzelt, vor allem an meinem kleinen Zeh, wenn man da die Nägel schneidet. Vor allem, ich habe die extra vorher geschnitten. Ich weiß, eine Pediküre ist dafür da, dass die das machen. Aber ich habe mich einfach so unwohl gefühlt, deswegen habe ich meine Nägel schon mal so halb schön gemacht. You know what I mean? Was eigentlich voll dumm ist, weil die sehen jeden Tag Füße und wahrscheinlich viel schlimmere als meine. Aber ich habe mich ein bisschen geschämt. Aber es war trotzdem richtig angenehm. Und ich hätte auch einschlafen können, weil ich bin sowieso jemand, wenn du mich kraulst, wenn du meine Haare anfasst, wenn du meine Füße anfasst, meinen Rücken, ich penne dann immer ein. Das ist meine Bowl. Ihr fragt mich immer, was da drin ist. Ich nehme immer Burrata, Tomate, Brokkoli, Avocado, Erbsen, Guacamole und Kartoffeln. Das ist immer meine Base. Dazu, as always, meine Tortilla Chips und a lot of water. Ja, Nala hat übrigens mein BH hingetragen, aber das gehört immer dazu. Und das werde ich jetzt ganz schnell essen. Ich weiß, schnell essen ist nicht so gesund, aber Selina ist gleich da. Ich habe sehr viel Hunger und nachher bin ich auch bei Artus Fam essen. Deswegen will ich jetzt nicht so spät essen, damit ich dann wieder Hunger habe. Oh, so, Friends. Prima. Top. Sieht sehr winterlich aus. Nee. Das sind so, das ist aus einer Sommerkollektion. Ich glaube, mit einer Influencerin zusammen. Das ist ein Rock. Ich habe mir aber alles nochmal in doppelter Größe bestellt, weil ich nicht wusste, weißt du, der sieht so aus. So zum Drüberziehen. Süß. Aber der wird auf jeden Fall zu groß sein. Ja, ich dachte halt, ich wusste nicht, ob das hier oben dehnbar ist. Weil das ist nicht so dehnbar. Ich weiß nicht. Aber ich habe es dann, glaube ich, noch mehr bestellt. Eine Leinhose. Nee, so eine Hose. Habe ich mir gut vorgestellt für das Abendessen so, weißt du? Sehr, sehr cute. Das Paket kam gar nicht so schnell an. Ich habe es vor anderthalb Wochen bestellt. So ein Ding. Mhm. Weißt du?
mäßig Bikini. Das war der passende Rock dazu. Ja, ist halt schon sehr warm, ne? Mhm. Also so zum Binden. Ja. Die hatte auch darunter ein Bikini an auf der Website. Und dazu den passenden Rock. Ah, genau. Das Oberteil, wie das braune, nur in blau. Ah, und ich habe einen Blazer bestellt. Und was ist das? Hose, oder? Einmal eine braune Line-Hose. Ist der passende Ding, das Blazer dazu? Ja, aber ich glaube, der ist ein anderer Stoff. Mhm. Braune Hose immer geil, weil ich finde es so ein geiles braun-lila. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oh, was heißt? Das ist doch. Nee, ist ein anderer Stoff. Oder auch ein anderes Blau. Jupp! Das ist es. Yeah! Ich bin platt. Immer wenn wir einen Podcast aufgenommen haben, sind wir platt. Das kann doch nicht sein. Heute ist der nächste Tag und ich habe heute den ganzen Tag nicht gevloggt, weil ich einfach vergessen habe zu vloggen. Es war heute nämlich sehr stressig. Ich habe heute den Podcast geschnitten, der jetzt auch gerade online gegangen ist, den ich noch nicht gepostet habe. Hatte einen Call, war in der Stadt, habe mit Hannah ein Video gedreht, was jetzt auch schon online ist. Und die Küche, ihr seht, es ist alles eine Mess. Dieses Zimmer ist eine Big Mess und ich muss jetzt alles aufräumen. Und ich fange jetzt schon an zu packen und morgen wird dann weitergepackt. Und alles morgen ready gemacht. Ich muss auch noch zur Post. Ich muss jetzt noch die Verlosungsgewinnerin auswählen, weil das wollte ich eigentlich schon gestern machen, habe es aber nicht mehr geschafft. Das heißt, das ist jetzt unser Mittwochabend. Ich bin eben erst nach Hause gekommen, wir haben schon 8:30, deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Aber damit ihr einfach so ein kleines Update habt, das ist der Mittwoch. Arthur gießt gerade die Blumen und macht Nala nass. Yep. Hi Leute, heute ist Donnerstag und ich bin absolut im Stress und aus der Puste. Ihr denkt euch, also, warum siehst du so ranzig aus? Ich wollte eigentlich heute noch richtig schön weiter vloggen, aber mein Zeitmanagement die letzten 3 Tage war so schlecht, dass ich einfach so viel heute erledigen musste, was ich irgendwie nicht eingeplant hatte. Und dementsprechend sehe ich auch gerade aus. Ich habe eben diese Zahnpastaflecken noch auf meinem T-Shirt entdeckt und ich sage euch, wie es ist. Ich war jetzt so, wir bleiben jetzt einfach real. So laufe ich den ganzen Tag rum. Ich sehe den ganzen Tag schon genauso ranzig aus. Ich habe eigentlich ein viel röteren, I don't know, Kopf, weil ich die ganze Zeit am Schwitzen bin, weil ich die ganze Zeit hin und her renne. Ich war schon in der Apotheke, ich war bei der Post, die einfach zu hat random, was richtig ärgerlich war, weil ich wollte die Giveaway-Pakete wegbringen. Und dann war ich vor der Post und ich war so, wait a minute. Aber ich habe den Girls vom Giveaway jetzt auch geschrieben und die waren alle mega, mega lieb. Also falls ihr es seht, Shoutout to you. Die haben gesagt, es ist kein Problem, wenn ich es nach dem Urlaub wegschicke. Dann habe ich heute Morgen, ich habe sogar gestern Abend schon angefangen zu packen, weil ich war so, ich weiß gar nicht, was ich alles mitnehme. Und ich war irgendwie so unorganisiert. Ich habe keine Ahnung, warum. Dann habe ich jetzt noch versucht, die Wohnung aufzuräumen. Ich habe auch keinen Schmuck an, weil ich den eben schon eingepackt habe. Und ich wollte das eigentlich alles mit euch zusammen machen. Und ich wollte euch auch die Outfits zeigen, aber ich fühle mich so unwohl. Meine Haare habe ich heute Morgen gewaschen. Und die sind jetzt schon wieder halb fertig, weil ich die ganze Zeit am Schwitzen bin. Ich habe heute ungefähr schon 80 Mal Deo benutzt, habe auch nicht so wirklich was gegessen, also ich habe mir so meine Tomaten vom Balkon aufgeschnitten und so ein Frischkäsebrot und das habe ich auch nicht so ganz aufgegessen und dann habe ich nur so Chips-Dinger zwischendurch gegessen, weil ich einfach keine Zeit hatte, mir was Richtiges zu machen und es war heute wirklich seit langem ein stressiger Tag und wir haben jetzt 16:30 und jetzt komme ich dazu, die Kamera anzumachen und falls ihr euch jetzt denkt, wieso hast du so lange für diese Dinge gebraucht? Ich bin heute aufgewacht, ich war um 8 Uhr wach. Dann bin ich erstmal mit Nala eine große Runde gelaufen, weil sie und ich uns ja jetzt erstmal eine Woche nicht sehen und ich vermisse sie jetzt schon. Also wirklich unnormal. Und ich wollte einfach nochmal mit ihr halt eine extra große Runde laufen, damit wir so ein bisschen Zeit zu zweit haben. Dann habe ich das Video von gestern Abend geschnitten, was ich mit Hannah gedreht habe. Und das hat super lang gedauert. Ich weiß, man kann sich es wahrscheinlich, wenn man selbst nicht so da drin ist, sich nicht vorstellen, wie lange es teilweise dauert, ein Video zu schneiden. Mukbangs sind sogar Videos, die relativ schnell gehen. Außer du bearbeitest sehr viel irgendwie Effekte oder sowas oder musst viel rausschneiden. Das geht eigentlich, aber ich habe das Video erst falsch geschnitten, dann hat es sich richtig runtergeladen. Da musste ich alles von neu machen. Dann habe ich es nochmal hochgeladen, dann hat das Hochladen nicht funktioniert. Dann musste ich es nochmal neu machen und es hat so viel Zeit gefressen. Und ich war auch die ganze Zeit nicht am Handy. Ich habe heute auch fast nichts auf Insta gepostet, weil ich einfach so im Zeitdruck war. Und dann habe ich angefangen zu packen und ich wollte euch ja, wie gesagt, alles angezogen zeigen, aber ich fühle mich gerade einfach nicht danach, weil ich gerade nicht weiß, wo mir der Kopf steht, weil ich auch, to be honest, gar nicht weiß, ob alles, was ich so eingepackt habe, gut ist und passend ist und ob ich genug habe oder ob ich zu viel habe. Wahrscheinlich eher zu viel. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal, was ich für Produkte mitnehme und nachher widmen wir uns meinen Klamotten und packen die zusammen in den Koffer und ich bin gerade so pale. Ich muss noch mein Self-Tan abscrubben, also das, was noch übrig ist. Ich fühle mich wirklich so unwohl und außerdem, what is this? Ja,
Amazing. Das ist die Overview vom Koffer. Wie ihr sehen könnt, habe ich einfach erstmal alles reingeworfen und dieses Zimmer ist eine Katastrophe. Ich darf dieses Bändel nicht vergessen, das gehört zu einem Oberteil. Dann habe ich hier mein Make-up. Also das ist erstmal so mein wirkliches Make-up, meine ganzen Produkte. Ich habe ein bisschen mehr mitgenommen, auch für Kooperationen. Das kommt aber wahrscheinlich sowieso ins Handgepäck, weil ich das auf keinen Fall verlieren will. Das ist einfach Reality, wie ich meinen Koffer packe. Hier sind erstens noch angekaute, finale angekaute, nicht von mir, falls ihr es dachtet, Etiketten dran. Ich habe aber hier schon eine Schere liegen, weil ich die noch abmachen will. Aber ich habe schon einen Großteil abgemacht, an den Nala auch schon rumgeknabbert hat. Es ist nämlich ein bisschen anstrengend mit ihr zu packen, weil sie die ganze Zeit im Koffer hüpft, die Sachen wieder weg, rauszieht und an einem rumknabbert. Aber ich habe dich trotzdem ganz doll lieb. Jo. Jo. Kommst du wieder her? Oh, Mausi. Oh, ich will dich gar nicht verlassen, Nolly. Auch wenn es nur 7 Tage sind. Ich glaube, Arthur ist gerade nach Hause gekommen. Ja, Arthur ist gerade gekommen. Keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Arthur ist jetzt nochmal zum Friseur gefahren. Das sind ein paar der Produkte, die ich mitnehme. Ich zeige die euch mal im Schnelldurchlauf. Wir haben hier einmal diesen Golden Tan Maximizer von Lancaster. Kennt ihr von mir. Liebe ich. Dann haben wir hier von Typology ein SPF. Dann haben wir von NYX, das gibt es übrigens bei Purish, haben wir auch ein SPF. Nala räumt wieder die Schilder weg. Ich habe noch nie so ein After-Sun-Shampoo benutzt, deswegen bin ich sehr gespannt. Dann haben wir hier eine Body-Lotion, mein Kiehl's Eye-Treatment, Olaplex-Shampoo und Conditioner und mein Rasierer und mein Deo. Das ist in dieser Kaya-Bag. Und dann haben wir natürlich in meiner Purish Summer Bag alle Tanning-Produkte. Und wie immer ist mein Code natürlich gültig. Sage ich euch einfach nur, dass ihr es wisst, ist jetzt keine Kooperation an der Stelle, aber ich weiß, dass wir alle Tanning, seht ihr, wie ich es einfach nicht aufbekomme? Ich glaube, wir brauchen im Sommer alle Tanning-Stuff und vor allem SPF. Ich habe ja einmal von The Fox Tan diesen Bronzing-Balm dabei, dann habe ich hier meine ganzen SPF-Cremes, die ihr alle von mir kennt, habe ich auch unten mit eingepackt, damit ich die auch leer mache, weil hier ist nicht mehr so viel drin. Das schmeiße ich dann alles vor Ort weg. Den SPF will ich noch aufbrauchen, hier die ganzen Sachen von The Fox Tan, ich habe euch das super oft schon gezeigt. Und auch wieder von Typology was fürs Gesicht. Das sind so die Tanning-Produkte, die ich alle mitnehme. Das sind alle Schmuckpieces, die ich mitnehme. Einmal hier von Bear Jewelry habe ich diese cute Aufbewahrung. Ich nehme einmal meine Uhr mit. Dann habe ich zum Beispiel hier von Jackson Jewelry dieses richtig süße, personalisierte Fußkettchen. Was die Ringe angeht, bin ich ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Also der untere mit dem Smiley ist auf jeden Fall von Saphira. Was wählst du jetzt? Die oberen beiden, beziehungsweise die über dem mit dem Smiley, sind von Blair Jewelry. Der dickere müsste auch von Saphira sein und der hier müsste von Blair Jewelry sein. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Aber ansonsten seht ihr die ganzen Schmuckdetails wie immer auf Insta. Und dann habe ich noch diese kleine Collection dabei. Die Kette weiß ich leider nicht mehr, woher die ist. Die Ohrringe müssten von eCrush sein. Die hier sind von Saphira zu 100% und die sind auch wirklich one of my favorites. Und was ich auch immer essentiell finde, ist ein gutes Buch. Ich lese immer noch das hier. Ich bin ein bisschen hinterher, aber ich bin relativ weit schon und das versuche ich im Urlaub fertig zu lesen. Und ja, das wird jetzt alles mal ein bisschen sortiert und aufgeräumt. Wir sind jetzt eben nach Hause gekommen. Wir waren noch im MTZ, haben schnell noch was gefoodet, damit wir nichts einkaufen müssen, was wir dann anfangen. Waren bei Coop. Dann habe ich mir noch bei Zara was mitgenommen. 3 Oberteile und ein Parfüm, was ich auf TikTok gesehen habe, was empfohlen wurde. Eben gerade wurde ich ein bisschen emotional wegen Nala. Weil Nala ja jetzt bei meinen Eltern ist. Und ich habe es ein bisschen unterschätzt. Also ich finde es richtig cool, dass wir die Möglichkeit haben, dass meine Eltern auf die aufpassen. Und dass wir in Urlaub können. Und ich wollte erst ursprünglich auch 10 Tage machen oder 14 Tage. Und ich bereue es gerade auf keinen Fall, dass wir nur 7 Tage sind. Weil ich die kleine Maus jetzt schon vermisse. Ich muss jetzt gleich zu meinen Eltern düsen und Nala abgeben. Aber ich räume die Sachen noch schnell in den Koffer. Und dann packen wir nachher schnell den Koffer zusammen richtig ein. Weil der ist natürlich noch nicht komplett ready. Und dieses Licht ist einfach nur geil. Das hier ist das Parfüm, was ich auf TikTok gesehen habe. Und es riecht wirklich gut. Es hat nur 26 Euro gekostet. Also für ein Parfüm relativ günstig. Dann habe ich mir noch 3 Basics geholt. Schatz, hier ist dein Schlüssel drin, ne? Also nicht vergessen. Ich habe mir einmal so ein etwas längeres T-Shirt geholt in Size S. Ich bin mir nicht so sicher bei den Größen mit Zara. Ich habe jetzt einfach was mitgenommen. Dann habe ich mir noch das Grüne geholt. Das habe ich mir, glaube ich, ein M geholt, weil ich nicht wollte, dass es so an den Arm spannt, was voll oft der Fall ist. Und das Gleiche auch nochmal in Blau. Die kleine Maus will direkt wieder dran knabbern. Die nehme ich jetzt einfach mit,
dass ich so ein paar Basics im Urlaub habe. Habe ich noch gesehen, haben alle nicht so viel gekostet. Also die beiden 7 Euro, das 10 Euro. Und ja, jetzt bin ich ready. Koffer ist gepackt. Nala will obviously mit in den Urlaub. Kannst du mal da rausgehen? Du machst alles unordentlich. Ich glaube, ihr könnt erkennen, wir sind nicht mehr in Deutschland. Wir sind schon in Ägypten und heute ist auch schon Day 3. Also noch 4 to go und ich bin schon ein bisschen sad. Ich glaube, dadurch, dass die Tage hier auch nicht so lang sind, weil es richtig schnell dunkel wird, fühlt sich das auch so an, als wenn die Tage extrem schnell rumgehen. Und wir ignorieren übrigens meine Lippen. Ich habe Lip Liner drauf und Lipgloss drauf gehabt und der ist mittlerweile ab, deswegen sieht das so wasted aus. We're just going to ignore that. Ich werde mich gleich sowieso abschminken. Auf jeden Fall war ich so ein bisschen am struggeln, ob dieser Vlog online kommt. Ich bin auch immer noch am struggeln. Ich glaube, ich frage euch nochmal auf Insta, weil es halt einfach eher so ein gechillter Daily Vlog war. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt und ein bisschen unterhalten hat, auch wenn nicht viel passiert ist, aber das waren so die letzten Tage von mir. Ich bin noch ein bisschen am überlegen, ob es einen richtigen Vacation Vlog gibt, weil wir hier einfach nicht so viel machen. Also falls ihr einen Vacation Vlog sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber an sich hätte ich auf jeden Fall Bock zu vloggen. Die Kamera ist auch dabei. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr für einen Vacation Vlog seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis dann. Bye.